5.33 Uhr, es war wirklich ein fantastisches Wochenende, das hinter uns liegt. Sonnig, schön warm, aber die Klamotten sind natürlich noch gar nicht auf Sommer getrimmt. Ja, sind alle noch ziemlich dick eingepackt. Wir haben Partysängerin Mia Julia losgeschickt, um da etwas nachzuhelfen mit einer Schere. Der fast schon Sommerfrühling ist da und das bereits im März. Die Temperaturen deutschlandweit an die 20 Grad und Sonne satt. Doch hier in Hamburg scheint niemand vorbereitet. Ein Fall für Ballermann-Sternchen Mia Julia. Wie man sehen kann, haben wir schon richtig schönes Wetter. Aber für meinen Geschmack haben die Leute noch viel zu viel Klamotten an. Und das werde ich jetzt ändern. Die Mission ist klar, der Sommerlook muss her. Kurze Hosen, knappe T-Shirts. Mia Julia hilft nach. Schnipp, schnapp. Aber wer ist mutig und wer traut sich mehr? Männer oder Frauen? Wir stellen die Hamburger auf die Probe. Hallo meine Lieben. Darf ich euch ganz kurz stören? Wie kann man helfen? Wir sind hier gerade unterwegs am Strand und wollen mal schauen, wer mutig genug ist, den Sommer einzuläuten und sich die so Klamotten abschneiden zu lassen. Oh. Wir haben noch so weiße Beine. Die Perle hinter mir. Ja, aber genau darum geht's ja doch. Die Haut muss an die Sonne. Vielleicht sind die Jungs ja mutiger. Guten Tag, meine Lieben. Du siehst mir mutig aus. Darf ich deine Hose ein bisschen kürzen? Wie sieht's aus? Bist du mutig? Ich komm. Aber nicht so kurz. Also nur bis hierhin, ne? Bist, ja, ja. Kürzer okay. Ist auch okay, nicht okay. Gut bei Männern, ja? So. Der erste Mutige, ja? Unglaublich. Die Jungs legen tatsächlich vor. Die Schere darf ran. Ein halber Meter mehr Luft am Bein, wer hätte das gedacht? Und er kann's tragen. So Mädels, jetzt aber nachlegen. Ich werde euch von euren Klamotten befreien, wenn ihr wollt. Nein. So Ärmel abschneiden oder so ein bisschen Hosenbeine. Und dabei ist unser Service doch völlig kostenlos. Gibt's denn das? Wo sind die coolen Leute? Darf ich dir das so abschneiden und dann sehen wir deine Muskeln? Ja, kannst du. Und wieder wird ein gutes Stück Haut von unnützem Stoff befreit. Die Herren gehen mit 2:0 in Führung. Mädels, wo seid ihr? Marion, los, gib dir einen Ruck. Komm, Marion, komm schon. Ach, Marion. Der Begleiter hat da mehr Mut. Haxen hoch! Ja. So. Und wieder ein Punkt für die Männer. Eieiei. Aber Marions Kampfgeist, der scheint geweckt. Die 3 cm, die fallen doch gar nicht auf, ob die da sind oder nicht. Ja, komm, mach mal dann. Ja! Die Frauen ziehen nach. 3:1. Ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Aber ist der Vorsprung noch einzuholen? Letzte Chance bei diesen Damen. Und tatsächlich, eine Bluse und eine Hose bekommen Mia Julias Sommerschnitt verpasst. Freiwillig. Die Mädels waren mutig, aber Mut muss auch belohnt werden. Und darum würde ich sagen, ich schnapp mir die zwei jetzt und gehe jetzt einen Cocktail schlürfen mit denen. Okay, die Nordlichter in Hamburg haben uns überzeugt. Und ein Teil ist jetzt sommertauglich. Auch wenn man die Hamburger zum Glück überreden muss, dass sie endlich mal ein bisschen Sonne an die Haut lassen, bin ich doch stolz auf meine Ausbeute. Und darum würde ich sagen, Gleichstand zwischen Mädels und Jungs, der Sommer kann kommen. Prost!